Hallihallo Freunde, ich zock mal wieder Minecraft und ich habe mir mal einfach gedacht, wir bauen heute eine Schokoladenfabrik und zwar nicht irgendeine Schokolade, sondern von Milka, denn diese Schokolade schmeckt mir einfach am liebsten und naja, irgendeine Sünde hat jeder, von daher essen wir heute mal ein bisschen Schokolade in der Folge. Naja, jedenfalls Milka. Habe ich noch in Minecraft noch nie gesehen. Das Schöne ist, in Minecraft kann man Schokolade herstellen. Es gibt zwar Kekse, aber habt ihr schon mal Tafeln Schokolade gehabt? Nee? Dann wird Zeit. Baut euch die Milka-Fabrik um. Ja, produziert eure eigene Schokolade auf dem Server. Ihr seht ja, meine Maschinen, die arbeiten auf Hochtouren. Die Schokolade läuft hier nur so einfach vom Fließband. Und wie das am Ende auch bei euch funktioniert, zeige ich dir. Für den Start holen wir uns mal wieder erstmal ein paar Blöcke raus. Violetter Beton, glatter Sandstein, polierte Schwarzstein, Stufen. Dann haben wir noch tiefer Schiefer, Treppenblöcke, schlammzige Blöcke, denn polierte Granitstufen, glatte Steinstufen und polierte Schiefer. Nee, tiefen Schieferstufen. So, für unsere Schokoladenfabrik müssen wir uns erstmal wieder ein Grundriss ziehen. Ich habe das Ganze schon wie immer vorbereitet. Wir machen erstmal die Vorderseite. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Blöcke erstmal hin. Dann kommt die Vordertür. Da lassen wir mal zwei Blöcke frei und setzen wieder 19 Blöcke hier einmal lang. So. Dann geht es einmal nach hinten weg. Da setzen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke einmal ran. Insgesamt haben wir auch hier dann 19 Blöcke. So, auf der anderen Seite setzen wir auch nochmal 18 Blöcke hinten einmal lang. Und danach, ihr wisst es, können wir die Rückseite dann einfach miteinander verbinden. Wir wollen das Ganze natürlich jetzt schon einmal ein bisschen hochziehen und dabei fangen wir bei den Ecken an. Und die Ecken befinden sich so, dass wir, sag ich mal, das Ganze auf eine Zweier Dicke machen. Ja, wie hoch wollen wir uns das jetzt ziehen? Ganz einfach gesagt, wir ziehen unten mit. Also, erste Reihe haben wir schon, dann kommt die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte, dreizehnte, vierzehnte, fünfzehnte und sechzehnte Ebene. Also insgesamt ist das Häuschen dann hier 16 Blöcke hoch. Wer nicht unbedingt jedes Mal zählen will, kann ganz einfach die oberste Reihe miteinander verbinden. Dann müsst ihr das nur rüberziehen hier. Bei mir habe ich jetzt meinen Kasten fertig gezogen. Die nächste Aufgabe wird sein, nehmt euren Sandstein und füllt die Flächen natürlich in unseren Kasten einmal damit aus. Meine Wände sind jetzt alle zugezogen. Was wollen wir als nächstes machen? Genau die Fenster. Wir fangen auf der Vorderseite einmal an. Ihr lasst einfach von unserem Sandstein drei Blöcke Platz. Dann machen wir jetzt hier mal ein Fenster rein hier von 2x4. An der Seite zwei Blöcke Platz lassen. So, davon kriegen wir jetzt insgesamt drei Fenster auf jeder Seite hier einmal hin. So, die schlage ich mir gleich mal frei. Aber nicht mehr als vier. So, darüber zwei Blöcke freilassen und nochmal so ein vierer Fenster rein, dann habt ihr oben noch eine Sandsteinreihe. So, dann haben wir hier sechs Stück. Das machen wir nochmal auf der anderen Seite synchron einmal mit. So, gucken wir mal unten drei, an der Seite zwei und dann hauen wir hier nochmal unser vierer Fenster rein. Wenn wir das geschafft haben, geht es jetzt in die Mitte vorne, da wo unsere Tür später entstehen wird. Nehmt nochmal euren violetten Beton. Und zwar zwei Blöcke. Gehen wir mal weiter hier von der Tür und dann beim dritten, zack, setzen wir eine violette Betonreihe einmal nach oben hin. Das soll das Ganze ein bisschen stabilisieren.
Und wenn wir schon mal oben sind, können wir hier gleich eine Reihe von unserem Beton noch einmal rumziehen, dass das Ganze so ein bisschen übersteht. Und auf der anderen Seite geht es dann natürlich wieder runter. Wir gucken am besten einmal unten, so zwei Blöcke freilassen, dritte Reihe nach oben ziehen. So, die Mitte hier können wir natürlich auch miteinander verbinden. Wunderbar. Wir wollen auch hier Fenster uns setzen. Nehmt mal euren Sandstein. Und zwar unten würde ich mal sagen, die Tür, die machen wir auf eine Dreier Höhe insgesamt. So, darüber gleich. Lasst dir denn vier Blöcke Platz. Hier zweier Strebe hin. Und ganz oben, die letzte Reihe, können wir auch ziehen. Weil dann können wir das Ganze hier nochmal einmal ein bisschen erweitern. Bis zu unserer Strebe. Das sind dann hier auch Fenster. Dann haben wir schon mal die Vorderseite soweit freigehauen. Jetzt geht es einmal auf die Seiten. Hier machen wir etwas größere Fenster hin. Der Abstand bleibt der gleiche. Unten 3, Seite 2. Und dann schlagt ihr jetzt hier aber so ein ganz großes Fenster einmal rein. Die Höhe lassen wir auch wieder bei 4 Blöcke. Das soll ja passen mit der Vorderseite. So, zwei Blöcke freilassen und dann geht hier nochmal so ein Fenster rein. Und weil wir das gerade so schön gemacht haben, machen wir es nochmal auf der anderen Seite. Unten 3, Seite 2 und dann hier einmal unser Fenster rein. Und wir lieben ja das Synchronbauen. Ne, ihr wisst es ja. Daher werden wir die Rückseite genauso gestalten, wie wir die Vorderseite haben. Nur eine Sache machen wir anders, und zwar die Tür unten, die lassen wir weg. Aber die Fenster haben das gleiche Maß. Auch hier 3 unten, 2 an der Seite. Oh, dann machen wir unsere 4 Fenster einmal rein. Wer natürlich jetzt glaubt, die Fenster sind schon so weit fertig, der irrt sich. Bevor wir das Glas jetzt reinziehen, nehmen wir mal unsere Stufen zur Hand und platzieren die unten wie oben einmal. Bei den Seiten wollen wir jetzt aber mal ein bisschen anderes Fenster machen, weil die natürlich etwas größer sind. Werden wir die jetzt so machen, dass wir immer drei Stufen hier einmal setzen. Dazwischen lasst ihr dann einfach immer einen Block frei und setzt da dann einfach violetten Beton hin. Wir können aber immer noch nicht in die Fenster Glas reinsetzen, denn ich möchte innen drin mir die Fabrik auch ein bisschen gestalten. Wir nehmen jetzt einfach mal unsere Ziegelblöcke zur Hand und setzen jetzt auf der Innenseite ganz unten erstmal eine Ebene hin. Wir kommen ja auch bei der Tür an. Bei der Tür können wir einmal auch so einen ganz schönen Bogen hier rumzeichnen. Und unter den Fenstern setzen wir auch gleich hier so eine Ebene hin. Die Tür können wir auch gleich gestalten. Ein paar Treppen drüber hin. Auf der anderen Seite machen wir noch mal ein paar Stufen hin. Dann sieht das ganz schick aus. So, wir wollen natürlich jetzt unter jedem Fenster einfach mal unsere Ziegelblöcke hier platzieren. Aber das machen wir jetzt aber auch nur unten einmal und zum Schluss ganz oben. Denn da, wo die Fenster sich treffen, da machen wir jetzt mal was ganz Neues. Und zwar setzen wir da einfach Treppen hin. Und normal oben umgedreht. Die restlichen Wände, die noch frei liegen, sag ich mal, die platzieren wir einfach mit unseren Schlammziegeln.
So, bei mir ist jetzt auch die Innenwand fertig. So sieht die Fabrik dann jedenfalls am Ende aus. Man kann natürlich noch einen Boden sich reinzeichnen. Ich habe hier schon ein paar kleine Markierungen mir gemacht, wo später meine Maschinen kommen. Aber innen drin, da ist ja jeden wieder selber, ja, freier Hand gelassen, wie ihr euch das machen wollt. So, wir wollen natürlich jetzt oben einmal die Decke uns reinzeichnen. Machen wir erstmal das Dach von außen. Dafür nehmen wir polierte Granitstufen. Die könnt ihr einmal hier so lang ziehen, komplett die ganze Ebene damit einmal ausfüllen. Wenn das bei euch auch immer so schnell gehen würde mit dem Dach ziehen, ne? So, jetzt gehen wir einmal unten rein. Jetzt können wir natürlich entscheiden, wie wir die Decke von innen drin machen wollen. Ich habe mich jetzt einfach mal entschieden, ja, man kann, sage ich mal, erst mal hier so einen schönen Rahmen sich basteln, wenn man will. Also eigentlich gibt es hier viele Varianten. Na, entweder bastelst du hier so einen Rahmen, innen drin machst du dann halt diese Stufen. Oder du machst es ganz anders, halt einen Rahmen. Und weiß ich, machst du ab jeder dritten, sage ich mal, hier so einen Träger rein und kannst den Rest dann hier wieder ausfüllen. Du kannst auch fünf dazwischen freilassen und dann hier mal die Träger machen. Aber statt ich jetzt mir die Decke mache, geht es jetzt weiter. Und zwar, nein, zum einen kann man natürlich sein Glas hier noch einmal reinsetzen. Ne? Wir haben ja hier so richtig schön diese Ebene hier. Da könnt ihr die ganzen Glasblöcke, Glasscheiben, ne, was ihr nehmen wollt, hier einfach mal platzieren. Sieht von innen ganz schick aus und von außen natürlich auch. Aber um die Fenster geht es mir erstmal nicht. Da mache ich auch mal den Block mal weg. Und zwar möchte ich mir jetzt gerne das Schild oben hinbauen. So, da machen wir erstmal eine kleine Vorrichtung hin. Und zwar guckt ihr einfach mal vom ersten Fenster hier oben. So, dann nehmen wir mal als Orientierungspunkt und ziehen uns hier die erste Reihe lang. Dann lasst ihr einen Block an der Seite frei, setzt hier gleich die nächste Reihe einmal hin. Dann lasst ihr zwei Blöcke frei und setzt hier nochmal eine Ebene hin. Dann haben wir hier so eine kleine Vorrichtung und können jetzt hier das Mega-Schild uns hinbauen. Wir gehen jetzt einfach mal von unserer Vorrichtung zwei Blöcke hier noch zur Seite. Und ab dem zweiten könnt ihr hier ruhig einen Block hinsetzen. Den ziehen wir mal einfach rüber zur anderen Seite. So, aber aufgepasst, auch hier ab dem zweiten, zack, einmal hin. So, jetzt gehen wir noch einmal nach außen weg. Da setzen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. So, den Rest hier können wir mal hinterherziehen und oben halt wieder einmal überstehen lassen. Das wollen wir natürlich auch hier nochmal zur anderen Seite machen. Da können wir es auch ganz einfach machen. Wir ziehen das einfach nach oben und dann hier einfach 4 so zack überstehen lassen. Und in Minecraft ist mir das immer so eine Qual, sag ich mal, so Pixel-Sachen zu erklären. Das ist anstrengend, kann ich euch ehrlich sagen. Wir machen es jetzt mal ganz anders. Und zwar, ich werde es euch jetzt einfach hier bauen. Ich baue euch das einfach. Und dann stelle ich mich einfach davor hin und dann könnt ihr das einfach nachpixeln. Ich glaube, das ist die einfachste Lösung für uns. So, wer will, der kann das jetzt einfach mal abpixeln, mal kurz anhalten, dann habt ihr das. So, und wenn jetzt was auffällt, das Schild ist eigentlich sehr symmetrisch jetzt hier drauf platziert. Jetzt passt natürlich die Schrift von Milka nicht so ganz hier rauf. Wir haben hier eine Ecke, die so ein bisschen übersteht. Da hilft so ein kleiner Trick. Erweitert es einfach mal um eine Reihe. Das fällt am Ende nicht wirklich auf, wenn einer davor steht. So, jetzt wollen wir aber das Schild natürlich noch platzieren hinten. Das schwebt ja hier noch so in der Luft. Trick Nummer 1. Schlag da unter mal die Stufen weg und platziere einfach mal so eine Blockreihe. Also logisch, steht schon mal auf unserem Dach. Es wird aber immer noch nicht gehalten. Da hilft Trick Nummer 2. Da werden wir jetzt einfach ein paar Halterungen anbringen mit ein paar Treppen. Die werden wir jetzt hier so miteinander so ein bisschen verkeilen, die dann bis, sage ich mal, nach unten gehen. Und dann machen wir hier so weiter, bis wir dann hier unten ankommen. So. Verbinden wir natürlich auch wieder hier mit der Decke. Und dann kann man noch ein paar Stufen nehmen und hier unten das einmal nochmal anschließen. So, fertig. Das würde ich, sage ich mal, so insgesamt 2-3 Mal machen. Dann steht das Schild hier ganz fest. Gut, dann kann das Schild schon mal nicht mehr umfallen. Also halt, ich muss hier unten ja auch noch so eine kleine Verstärkung einbauen. Machen wir natürlich. Man kann natürlich das Dach sich noch ein bisschen schöner gestalten, wenn es, sage ich mal, nicht so kahl sein soll. Nehmen wir einfach ein paar Blöcke. Ja, ich würde mal sagen, wir lassen mal an den Seiten entweder 2 Blöcke Minimum Platz oder 3. Also ich würde das schon symmetrisch halten. So, da werde ich jetzt einfach mal hier ein bisschen was weghauen. Und setze mir einfach hier meine Blöcke hin. So. Kann man auch ruhig auf eine Zweierhöhe machen, das ist nicht so schlimm. Ja, wie kann es auch natürlich noch ein bisschen weiter nach vorne weg. Na komm, wir machen hier mal eine schöne Fläche hin. So, die Mitte, da würde ich mal sagen, setzen wir uns einfach ein paar Eisenfalltürme rauf. So könnte ja irgendwelche Lüftungen sein oder sowas. So, wir machen hier mal hier vorne so einen kleinen Anschluss. Führe ich mal so ein Rohr so weiter weg. Da kann man natürlich jetzt seine Fantasie freien Lauf lassen, wie man sich das hier alles so ein bisschen verteilen will. Man kann natürlich auch noch hier, sag ich mal, so eine kleine Ebene dazu bauen. Und darauf machst du dann einfach nur hier so ein paar Stufen hin. Da kann ja irgendwie so angeschlossen sein. Ja, ich würde jetzt davon auch nicht so übertreiben. So, ich würde mal einen dahin machen und vielleicht nochmal einen hier in die Ecke. Das reicht dann da völlig. So, unsere Fabrik steht. Wir wollen natürlich zur Fabrik noch ein paar Türme hinten hinbauen.
Man kann also drei Stück sich machen. Man kann natürlich auch mehrere noch an die Fabrik anschließen und Türme gehen hinter Türmen bauen. Aber wie bauen wir uns jetzt so einen Turm? Gar nicht mal so schwer. Erstmal machen wir einen Kreis. So, der Kreis besteht bei mir von vorne aus 4 Blöcken. Dann gehe ich zur Seite gleich hier einmal und mache hier wieder 4 hin. Und schon habe ich meinen Kreis. Ich werde mir den auch gleich auf eine 2er Ebene machen, weil wir gleich hier ein bisschen hochziehen. Jetzt habt ihr natürlich noch die Wahl, euch den Kreis hinter eurer Fabrik hinzusetzen. Ich würde mich so richten, weil der Kreis hat ja eine 2er Mitte, euch das auch hier zu so einem 2er Fenster einfach mal zu halten. Weil dann könnt ihr das am Ende auch super anschließen, indem wir hier einfach ein paar Treppen nehmen. So, umgedreht und darüber dann einfach ganz normale hinmacht. Dann ist hier der Turm auch gleich angeschlossen. Also einfach darauf achten, 2er Fenster, 2er Mitte, stimmt das übereinander ab. Jetzt fangen wir natürlich an, den Turm auch nach oben zu ziehen. Wir werden jetzt einfach mal hier auf der Innenseite, so, wir gehen hier einfach mal in der Ebene nach innen. Ich nehme jetzt hier einfach den Quarzblock, leider Quarzblock, den ich mir jetzt hier auf der Innenseite einmal so draufsetze, und zwar auf jeder Seite. Und den wollen wir auf eine Höhe ziehen von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Blöcke insgesamt. Wenn wir die nach oben gezogen haben, verkleinern wir unseren Turm einfach mal wieder. Alles schön mal einmal so einmal nach hinten setzen. Und dann setzen wir unsere Blöcke auf eine Höhe von insgesamt 6 Blöcke. Ich zähle nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Unser Turm hat natürlich noch ein paar Löcher hier dazwischen. Die wollen wir mal zumachen, und zwar mit grauem Beton. Wir setzen unten einmal an und setzen hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke einmal hin. So, die restlichen Seiten ziehen wir natürlich hinterher. Danach könnt ihr dann hier auf der Innenseite, wir gehen wieder hier auch ein tiefer, diese Blockreihe einfach mal komplett bis nach oben ziehen, wo er dann hier oben einfach glatt anstößt. Zu guter Letzt könnt ihr oben auf unseren weißen Blöcken einfach nochmal hier so ein Viereck hier von unserem Betoneimer setzen. So, dann nehmen wir mal hier ein paar Stufen, setzen die hier mal auf die Kanten einmal rauf, um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Können wir auch hier einmal machen. Überall alle Blöcke, die vorstehen, ein paar Stufen rauf. Wir arbeiten uns dann so langsam nach unten vor. So, ganz unten machen wir mal was anderes. Und zwar auf den einen Blöcken hier erweitere ich das nochmal so um 3 weitere Betonblöcke hier. So. Muss ein bisschen stabiler werden unten. Setzt auch darauf wieder einfach unsere Stufen hin. Und dann können wir hier noch, sag ich mal, auf den Ecken unsere Mauern setzen. Wir können das ruhig so machen, dass sie auch hier sich verbinden. Wollen die nicht? Doch. Machen wir mal so. So, und dann wäre mein Turm hier, mein Rohr schon fertig. Wir können es natürlich noch anmachen. Mit ein paar Lagerfeuer. So, einfach mal hier innen drin 4 Stück hinsetzen. Dann qualmt auch hier der Schornstein. Achso, ganz oben machen wir auch noch mal ein paar Stufen hin. Wunderbar. So, als nächstes müssen wir natürlich noch ein paar weitere Türmchen hinsetzen. Wie machen wir das? Wir können die natürlich jetzt genauso wieder hinbauen. Ne, achtet einfach drauf, dass ihr den dann, sag ich mal, genau mittig anfangt. Das heißt, der Turm hat eine 2er Breite und die Fenster haben auch immer eine 2er Breite. Ne, da könnt ihr dann hier so perfekt so dahin bauen. Oder ihr habt keine Lust, sowas zu machen. Dann nehmt ihr einfach euren Kopierblock. Ihr kennt das ja von mir. Können wir hier perfekt einmal so ansetzen. Wir müssen natürlich noch einmal das Maß von unserem Turm hier einmal nehmen. Ich guck mal hier so ganz genau. So, ich habe meinen Turm jetzt hier so eingefangen. Ne, einmal komplett. Und den setze ich mir jetzt hier einfach noch ein paar Mal hin. Dann gucken wir mal, wo habe ich den hier mal angefangen. Genau mittig. Ja gut, das sind hier meine Träger. Die muss ich mir gleich nochmal neu ziehen. Aber was soll's, ne? Was soll's? Müssen wir machen. Spart ja Zeit, wenn man die Türmchen so schnell hinzaubern kann, ne? So, meine Streben muss ich mir wieder hinmachen. Die habe ich mir auch so sehen dadurch weggemacht. Ist halt, wie es ist. So. Jetzt will ich mir natürlich
meine Schornsteine jetzt nicht nur zum Gebäude verbinden. Ihr könnt die auch ganz einfach miteinander verbinden. Dass ihr einfach dazwischen auch nochmal hier so ein paar Rohre hinsetzt. Muss natürlich dann so machen, dass die auch da angeschlossen sind. So. Ne, so sieht das ganz schick aus. Ja gut, der Großteil von dieser Fabrik, der steht schon mal. Jetzt gibt es natürlich noch eine Sache, was ich euch beibringen kann. Und wenn ihr zwar eure Firma ein bisschen absperren wollt, dann baut euch einfach eine Mauer hin. Und mein Tipp für eine Mega-Mauer. Ne, wir nehmen jetzt natürlich so die Blöcke, aus der natürlich unsere Fabrik so ein bisschen besteht. Wie lange euch die macht, ist euch überlassen. Ich mache hier, sage ich mal, nur so ein kleines Muster rein. So, ich nehme jetzt mal einfach hier meine Quarzblöcke dafür. Und zwar möchte ich mir das einfach mal so machen. Ich fange einfach mal so an. So, machen wir einfach hier so eine Mustermauer hin. Dass ich jetzt einfach hier anfange, setze mir jetzt einfach 4 Stufen hin. Dann lasse ich so 4 normale Blöcke. Schlag hier 4 Blöcke nochmal weg. Setze da Stufen hin. Dass hier so ein klein, also wie so eine Welle, sag ich mal, sich hier so lang geht. Und danach 4 Blöcke so etwa, würde ich wieder sagen, geht es dann langsam wieder höher. So, müssen wir hier nochmal 3 hinsetzen. So ist meine Mega-Mauer. Also der Grund, die Basis, sag ich mal so. Ich würde einfach noch mit violetten Ton da unten so was gegenhalten. Das ist dann so ein bisschen wie so Wellen, sag ich mal, die sich da so lang geben. Man kann es dann auch, sag ich mal, reiber ringsrum um die ganze Fabrik machen. Und dann sieht das am Ende so einfach aus. Ich finde es schick. Ich habe natürlich auch hier so ein schönes Tor mir hingemacht mit Mauern. So ein bisschen so aufgemacht, ne, dass da auch ein bisschen Bewegung drin ist. Auch natürlich hier so die Mauer, die sieht ganz schick aus damit. Natürlich kann man sich sein Firmengelände gestalten, wie man möchte. Ich habe jetzt einfach hier so eine kleine Straße mir noch gebaut, wo man hinten einfach rankommt. Und da habe ich natürlich hier auch noch ein bisschen trockenen violetten Beton genommen. Finde ich ganz passend zu einer Mega-Fabrik mit der Farbe her. Schauen wir natürlich noch einmal in die Fabrik einmal rein. Wie ihr innen drin euch natürlich diese ganzen Maschinen baut, mit der dann am Ende dann die leckere Schokolade hergestellt wird, kann man natürlich seinen fantasiefreien Lauf lassen, denn in Minecraft gibt es halt leider nicht so wirklich Schokoladentafeln. Obwohl, wenn man sich hier die Falltüren anguckt, das sieht doch schon aus wie so ein Schokoladenstück. Genauso wie man Milch in Kesseln füllen kann. Habt ihr das gewusst? Meine Idee in Minecraft sind natürlich diese Maschinen hier, um die Schokolade herzustellen. Die eine Seite macht, sage ich mal, Schokolade. Und die andere Seite macht dann natürlich hier diese weiße Schokolade. Dunkel und weiße Schokolade. Lecker, lecker. Könnt ihr auch gleich hier so hinstellen und deine ganze Schokolade den ganzen Tag essen, die hier produziert wird. Ein kleines Easter Egg von mir ist, ihr könnt sogar in die Milch baden. Einfach mal eintauchen in die Milch hier in Minecraft. Wir sind wie immer am Ende der Folge angelangt. Meine Fabrik, die steht. Ich hoffe, du gestaltest dir natürlich deine Fabrik, wie du möchtest, sodass auch bei dir am Ende ganz viel Schokolade hergestellt wird, sodass deine Freunde natürlich gesättigt sind. Du kannst natürlich das Logo von Milka nehmen. Verkauft sich dann vielleicht noch ein bisschen leichter hier in Minecraft, als wenn du hier nur so ein paar Cookies anbietest. Aber ansonsten war es wieder für heute. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Oben findest du noch so einen kleinen Button, da kannst du noch die nächste Folge dir angucken. Aber ansonsten war es das hier. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut rein und ciao. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah.